Wenn wir uns mit Menschen vergleichen, die einen besseren Lifestyle haben, als den wir haben, die vielleicht eine andere Familie haben, wo die Mutter viel netter ist und der Vater vielleicht wohlhabender und sehr spendabel ist, die andere Möglichkeiten haben, die ein anderes Mindset haben, dann kann das Gefühl hochkommen, dass das Leben ungerecht ist. Und ja, das Leben ist nicht wirklich gerecht. Das Leben ist neutral, es ist weder gerecht noch ungerecht. Und wenn wir genauer hinschauen, gibt es natürlich Menschen, die nicht die Möglichkeiten haben, die wir haben. Und es gibt immer Menschen, die einfach viel mehr Geld haben und viel mehr Möglichkeiten als die anderen Menschen. Es gibt ein Buch dazu, Der unfaire Vorteil. Ich werde es nochmal einblenden, den gibt es leider nur auf Englisch. In dem Buch wird beschrieben, dass jeder einen unfairen Vorteil hat, egal aus welchen Verhältnissen dieser Mensch stammt. Das heißt, wenn jetzt eine Frau in meinem Alter mit Kindern, mit Familie viel mehr verdient, einen Vater oder einen Ehemann und/oder einen Ehemann hat, die sie finanziell unterstützen, die weniger sich abmühen muss, in Anführungsstrichen, als ich, hat sie vielleicht einen unfairen Vorteil finanziell. Doch habe auch ich einen unfairen Vorteil ihr gegenüber. Ich gehe das nochmal kurz von der spirituellen Seite. Jeder Mensch, der hierher kommt, wird mit einer Gabe geboren, mit einem Geschenk, das dieser Menschheit dient. In dem Buch wird es weniger spirituell beschrieben, eher damit, dass jeder Mensch etwas hat, eine Fähigkeit, mit der er unter anderem Geld verdienen kann. Das heißt, wenn diese Frau, die so reich ist und es besser geht als bei mir, den Vorteil hat, dass sie finanziell unterstützt wird, kann ich schauen, wo ist mein Vorteil? Habe ich emotional vielleicht einen besseren Vorteil als sie? Habe ich im Mindset her einen besseren Vorteil? Bin ich kreativ? Irgendwo in einem Lebensbereich gibt es bei mir einen unfairen Vorteil und auch bei dir. Man kann auf verschiedene Perspektiven schauen. Der unfaire Vorteil wäre zum Beispiel bei mir jetzt im Gegensatz zu anderen Menschen aus Marokko, Tunesien, Algerien, dass ich in Deutschland lebe, dass ich Kindergeld bekomme, dass ich Recht habe auf Arbeitslosengeld, dass ich eine Krankenversicherung habe. Das haben zum Beispiel in Tunesien ganz viele Frauen nicht. Und gerade dann, wenn sie kleine Kinder haben und auf sich alleine gestellt sind, ist es sehr, sehr schwierig, da zu überleben. Und wenn eine Frau, die finanziell schlechter aufgestellt ist als ich in Tunesien, sich darauf fokussiert, wo ihr unfairer Vorteil mir gegenüber ist, könnte es sein, dass sie erfolgreich ein Unternehmen aufbaut, weil sie in einem Bereich richtig, richtig gut ist. Wenn ein Mensch aus einer armen Familie kommt und wirklich absolut gar nichts hat, kann auch das ein unfairer Vorteil sein gegenüber jemandem, der alles hat. Weil oft Menschen, nicht immer, aber oft, die aus sehr armen Verhältnissen kommen, einen inneren Antreiber haben und durchziehen und alles geben, um das zu erreichen, was sie haben wollen. Im Gegensatz dazu gibt es genug Menschen, die alles da haben und eher gelangweilt sind und übersättigt sind und gar keinen Antrieb haben, irgendetwas zu tun. Auch Glück kann ein unfairer Vorteil sein. Dazu gibt es ein Buch, ich glaube von Richard Weissmann, muss ich mal raussuchen. So machen Sie Ihr Glück, wie Sie mit einfachen Strategien zum Glückspilz werden. Und er schreibt, mit einer glücklichen Zukunft rechnen. Erwarten Sie, dass Glück auch in Zukunft Bestand hat. Maximieren Sie Ihre Zufallschancen, vertrauen Sie auf Ihr Gefühl auch in der Zukunft. Erkennen Sie das Glück im Unglück? Er sagt, wenn du glaubst, dass du glücklich bist, startest du, glückliche Momente in dein Leben zu ziehen, weil du erst dann in der Lage bist, die Möglichkeiten zu sehen, da dein Fokus woanders ist. Wo ist dein unfairer Vorteil? Pass auf, dass du dich nicht zu sehr mit Menschen vergleichst, die schon viel, viel, viel weiter sind. Zum Beispiel, sie haben die und die Ausbildung, die und die Expertise. Manchmal sind Menschen ohne Ausbildung viel, viel erfahrener, weil sie sich durch alltägliches Aneignen viel mehr Erfahrung angesammelt haben. Man kann also auch ohne Abschluss oder Studium eine Expertise in etwas entwickeln, sich weiterbilden und den Vorteil nutzen. Zusammengefasst, alles kann ein unfairer Vorteil für dich sein. Es geht darum zu wissen, wie du diese nutzt. Selbst die schlechten Dinge können sich zu deinem Vorteil entwickeln. Positive Dinge können sich zu deinem Nachteil entwickeln. Also wenn jetzt zum Beispiel deine Mama immer deine Rechnungen bezahlt hat und dein Vater immer für dich da war und dann sind sie plötzlich weg. Das kann zu einem Nachteil sein. Im Gegensatz dazu, wenn du finanziell immer auf dich selbst gestellt bist und dafür immer wieder kämpfen musstest und sorgen musstest, dass es dir finanziell gut geht, du brauchst niemanden im Außen, der dich unterstützt. Wenn du deinen unfairen Vorteil herausfinden möchtest und diesen auch nutzen möchtest, dann hol dir unbedingt das Buch. Ich werde es dir unten verlinken. Viel Spaß!